bin Peter Amacher. Ich habe 10 Jahre lang in der NEAD als Mineralienaufseher gearbeitet. Ein Strahler ist einer, der Kristall suchen. Und das schon seit Jahrhunderten im Kanton Uri, sogar Jahrtausenden. Weil die ersten Strahler, die kennt man vor 4000 Jahren. Die haben Bergkristall gesucht und zusammengeschlagen und haben aus diesen Splitter die Pfeilspitzen gemacht und Speerspitzen. Also schon Steinzeitmenschen haben gestrahlt. Die Naturfaszination ist sicher die, im Prinzip ein Mineral, das rund 15 Millionen Jahre alt ist. Und man ist der erste Mensch, der es in der Hand hat. Die Steine reden mit einem, man muss es einfach lesen können. Und das ist faszinierend. Also, ich habe den Auftrag eigentlich vom Kanton Uri bekommen, die Mineralien sicherzustellen und auch für die Wissenschaft parat zu machen. Weil man hat im Kanton Uri ein Museum aufbauen mit dem Kulturgut Bergkristall und Mineralien. Und da hat man natürlich jemanden gesucht, der einerseits Strahler ist, auf der anderen Seite aber auch den wissenschaftlichen Hintergrund mitbringt. Das ist für mich natürlich, ja, das ist ein Sechser im Lotto, Deutsch gesagt. Das erlebt man praktisch einmal im Leben, oder? Ja, ich habe jede Kluft habe ich auf dem Profil von der NEAD mit einem Fähnchen markiert. Und nachher ist das auch erfasst worden mit einem speziellen Plan. Und das ist auch verwertet im NEAD-Buch. Also Kristallschätze tief im Berg, NEAD-Mineralien. Fantastisch für mich natürlich war, dass wir gewisse Sachen gefunden haben, die wir eigentlich gar nicht erwartet haben. Wenn man denkt, goldige Pyrit, Katzengold, wenn man dem sagt, oder? Im Berg innen ist es goldig glänzend, das sieht aus wie eine Merlikammer, wenn es etwas drinnen ist. Und oberflächlich ist es verrostet, braun oder schwarz angelaufen und glänzt überhaupt nicht mehr, oder? Es ist so, wenn man den NEAD nicht gebaut hat, hat man den Kristall nie gesehen. Das geht nur so lange, bis sie oberflächlich gekommen wären, oder? Im größten Fall über 2000 Meter Aufstieg. Und ob es die Menschheit dann noch gibt, das ist die zweite Frage. Ich bin insgesamt etwa 3500 Mal ins Tunnel gegangen. Am Anfang beim Zugangsstollen und mit einem Stollenbike. Das waren Occasionsbikes, wo man den Velohändler vor dem Schrott gerettet hat. Und nachher, wo man im Speispunkt drin war, auf dem NEAD-Achs, da ist das nicht mehr gegangen. Da musste ich dann mit der Lok fahren. Das geht natürlich lang. Die Hälfte der Polier, die hat man sogar telefoniert. In der Nacht, am Morgen um 1:30, am Viertelweis und so weiter. Peter muss sofort kommen, wir haben etwas. Ich habe hier, als ich zuvor vorne war, 6-7 Kilometer vorne, keine Locke gefahren, keine Rehre. Da musste ich sagen, ja, nur wenn fahren wir wieder. Ja, es kann noch 2-3 Stunden gehen, dann bin ich halt gelaufen. Und dann wirst du beim Rauslaufen aus dem Tunnel allein, dann wirst du zum Philosoph. Oder fast auf eine Spinne. Ja, bei der NEAD oder Öffnung gehen bei mir die Emotionen nicht so hoch. Weil ich war drin, ich habe es gesehen. Und die Erinnerung ist da, die kann mir niemand nehmen. Und was die anderen festen, ist mir eigentlich gleich. Ich werde sicher eine Stunde fahren, absolut. Und kann dann sagen, ich war viel früher drin.